Außerdem liegt jetzt mal irgendwelche Briefe hier, Digga. Ich sehe jetzt schon, wie Leute hier an der Tür klingeln. Nach gefühlt 20.000 Jahren hat Nahim endlich mal das Video hochgeladen. Wir waren eigentlich schon vorhin am Start gewesen, wollten eigentlich auf das Video reagieren. Um 21 Uhr sollte das Video online sein. Wir waren um 20.55 Uhr hier. Wir haben an diesem Tisch gesessen. Ich war vorbereitet. Auf einmal kommt das Video nicht online. Ich habe, glaube ich, bis 21.30 Uhr hier gesessen und gewartet. Wie so ein kleiner Fanboy. Vor einer Stunde hochgeladen. Frankfurter in Hannover. Was? Frankfurter in Hannover? Yunus und Maria melden sich. Nahim Sky. Ich bin gespannt, was uns in diesem Video erwartet. Mach sie so. Oder warum schreiten jetzt? Oh Mann, Alter, was ist denn, Alter? Digga, weil das, was im Video passiert ist. Ja, was passiert, Alter? Geisteskrank war. Oder mein Ohr, mein Ohr. Was? Was? Du selbst sagst, Bro, ich guck dir. Aber ja. Warte, was stimmt denn nicht? Dass du bei uns im Video so viel Scheiße. Okay, warte mal. Wir überspringen natürlich wieder das in diesem Video, damit wir nicht gespoilert werden. Und es in diesem Video geht wieder 2 Jahre. Leute, nein, das ist. Boah, Bruder. Aua. Sky ist wieder am Start, meine Freunde, mit einem neuen. Ganz entspannt mal, Junge. Erstmal ganz kurz. Ich habe hier irgendwas zu laut eingestellt. Das kann es nicht sein, Junge. Warum ist es so laut? Ganz kurz, Dicker. Wir haben hier heute einen Special Guest extra angereist aus Frankfurt City, Dicker. Ja, ist eine Kamera, Junge. Guck noch ein paar Mal mehr. Schön, wieder hier in Hannover zu sein. Es hat mich gefreut, euch alle wieder zu sehen. Nur Freunde, es ist heute komplett eskaliert. Und was? Erste Frage. Nahim, warum trägst du im Dunkeln eine Sonnenbrille? Die Sonne ist schon längst unter. Guck mal, wir schnacken auch gar nicht mehr groß rum und fangen direkt an, oder? Let go, Dicker. Alright, kennt ihr euch irgendwoher? Was? Hätt ihr euch irgendwo? Nein, Bruder, ich muss mich kurz sammeln. Warte, du musst erstmal klären, worum es überhaupt geht, Dicker. Ich muss mich kurz sammeln, Bruder, ja? Man hat diesen Blick von dem Typen direkt gesehen, ne? Erzähl. Ich geh ganz kurz raus. Warum? Bevor ich gleich durchdrehe. Weißt du, ich meine, das ist nicht gut. Was ist so deine Meinung zu Hannover allgemein? Ich mag Hannover. Hannover ist eine schöne Stadt, nur es gibt halt... Also jetzt, ne, ohne oberflächlich zu klingen, aber ist es jetzt ein Mädchen mit Schminke oder Schminke mit einem Mädchen? Hier, ungelogen. Oh mein Gott, Junge. Stadt nur, es gibt halt ein bisschen komische Menschen hier. Ja? Ich habe ein Video gesehen, da wurde gesagt, dass du nicht ganz anständig bist. Reaktion zu ihrem Video auf meinem Zweitkanal. Wieder, Link in der Beschreibung. Ist es das oder muss ich jetzt auf den Tisch schauen? Ist es das? Ich hoffe. Wenn du sie jetzt so siehst, würdest du sagen, sie ist ein anständiges Mädchen, so erster Eindruck? Weil sie sieht aus wie Oldschool. Wie was? Wie Oldschool, Bruder. Was hat sie da an, Digga? Das ist eine Frage. Basketballtrikot, so Hose mit Loch und so. Aber ich finde irgendwie, der Style ist jetzt nicht so schlimm. Also oh, Junge. Du kriegst so Probleme, Nico, mit dem Video, ne? Ich hoffe, du schneidest auch das Video. Am Ende blamier ich mich hier mit. Das T-Shirt, also das Outfit, passt zu ihr. Muss ich echt sagen. Meinst du, sie ist anständig oder nicht? Ach so, ja. Anständig, schwer. Ich muss mal gucken. Bisschen schon, ja. Würdest du sie daten? Ja, warum nicht? Würdest du ihn daten? Er ist ein bisschen kleiner als ich. Oder, ja. Ich brauch ganz kurz ein Handy, ganz kurz. Was brauchst du? Ich brauch ganz kurz ein Handy. Wofür? Ganz kurz, Bruder. Okay? Echt viele Zuschauer. Oh, Bruder, das ist der schlimmste Move, den man bei mir bringen kann, ne? Wenn man mein Handy nimmt und dabei eine Zigarette raucht und dann diesen Rauch aufs Handy pustet. Bruder, da bin ich schon, da habe ich schon abgeschaltet jetzt im Kopf. Da sehe ich wirklich nur noch schwarz. Boah, das Reim ist geil. Was machst du? Ich schau mal Mutter ran, das ist ein Mutter. Digga, ich steuer. Aus dem Nix. Ey, warum schießt du jetzt aber einfach so? Tut mir leid, war nicht böse gemeint. Ja, doch, Walla war böse gemeint. Schon, war Mutter war böse gemeint. Alpha ist sauer. Alpha ist heute sauer. Gleich werden wir auch sauer. Ich würde mir das von diesem... Gringo wird auch sauer. Ich will nichts sagen, Schuri, ich will nichts sagen, weil das ist peinlich. Junge, die benutzt mehr Habax als ich, Alter. Und benutzt es schon jetzt? Du kannst ihn nicht ernst nehmen. Kauf dir erstmal vernünftige Hosen bei Side Jeans an, dann reden wir weiter. Dürft euch das? Warum schreien alle rum? Weil er sie gedisst hat. Ach, ihr Rimpfkranie. Bruder, wie spricht der gerade? Hat der, also ist die Nase verstopft? Bruder, der hat eine ganz komische Stimme, ne? Kennst du die Sonne nicht? Bruder, das, also jetzt mal Hand aufs Herz, da muss doch irgendwas, also das ist doch keine normale Stimme, oder? Was? Die Sonne nicht? Ne. Donald Duck? Die Sonne nicht. Ne, hab ich schon nie gehört. Ja, er denkt sich auch die ganze Zeit, Junge, ich versteh dich nicht. Seid ihr nicht in der Hinfahrt? Oh, Bruder, ich bin so ein Hund. Ich nehme absolut alles zurück, Digga. Also ich glaube, der hat irgendwelche Sprachprobleme. Ich nehme absolut alles zurück. Bevor ihr jetzt gerade überlegt habt zu disliken, mach den Dislike wieder weg. Ich nehme alles zurück. Ich bin da drauf reingefallen, Junge. Man hat den nicht von vorne gesehen. Ich habe den nur gehört. Auf den erst so. Okay. Nehme ich alles zurück. Ist okay, dass es auf YouTube hochgeladen wird? Ich bin selber ein Star. Aber, was machst du denn? Ich bin mit der ganzen Rap-Szene hochgekommen. Ich hab da eine schöne Uhr, ne? Rolex oder was? Junge, ihr wisst gar nicht, wer ich bin, Mann. Wolfen, bitte represent, oder was? Alles gut, Leute. Die gefährlichste City in Deutschland. Ey, die auch schon wieder, Digga, also das kann doch nicht sein. Wir sind doch jetzt gerade extra in Hannover, oder nicht? In dem dritten Video hat der jetzt schon erzählt, dass irgendwie, ich weiß nicht mal, wie die Stadt heißt, oder sein Dorf heißt, angeblich die, angeblich die,
angeblich das schlimmste Dorf, angeblich die schlimmste Stadt auf der ganzen Welt ist. Ihr habt ja letztens schon gesagt, Wolfenbüttel, gefährlichste City. Habt ihr wieder was noch? Hier, Wolfenbüttel, gefährlichste City. Ich google das jetzt, Digga, ist mir egal. Wolfenbüttel. Wolfenbüttel, gefährlich. Ja, Wolfenbüttel, gefährliche Infektionskrankheit in Kita, mehr auch nicht. Mehr gibt's da nicht. Da sagt er mir hier, Wolfenbüttel ist gefährlich. Junge, ich hab Wolfenbüttel das erste Mal gehört. Ich war vor kurzem in Frankfurt, ihr habt mir hier alle gesagt, Frankfurt, gefährlichste Stadt, dies, das, das. Ja. Ich dachte mir so, ey. Jetzt mal Hand aufs Herz, man könnte denken, Naim ist mit seinem Sohn unterwegs. Guckt euch den mal an, so ein kleiner Sohn von Naim, einfach auch rot gekleidet. Oder hast du uns was zu erzählen, Naim? Ich dachte mir so, ey, was ist hier los, Mann, das ist gar nicht. Aber ist jetzt nicht so wie Wolfenbüttel, so, weißt du? Hör mal zu. Warte. Stimmt denn nicht? Zur Vorgeschichte. Ein Gerücht von Arfa ging rum, dass er was gegen Kurden gesagt haben soll, was nicht stimmt. Jetzt. Ich habe angeblich bei Kurden genuckt haben und so Sachen. Was soll denn was Schlechtes gesagt haben über Kurden? Also jetzt die versuchen sich riesig zu rächen und so, weiß ich nicht. Hey, warte, was? Also es ging angeblich das Gerücht, dass Arfa was gegen Kurden hat. Was will er denn überhaupt mit ihm reden? Bruder, es geht darum, Bruder, jemand hat eine Lüge auf die Welt gesetzt. Bruder. Lass doch mal Papa erstmal zu Ende drehen. Diese Lüge geht zurzeit überall jetzt rum, Bruder. Es fuckt ab, Bruder. Ich mein, willst du was zu der Lüge sagen, oder? Es geht darum, dass ich was gegen Kurden gesagt haben soll. Das ist die absolute Lüge auf jeden Fall. Das ist die größte Lüge, die es überhaupt gibt. Ich habe selbst viele stabile Brüder hinter mir, Alter. Die selbst doch die ganze Zeit nur mit Kurden. Die selbst Kurden sind. Guck mal, wir sind selber mit richtig vielen Kurden hier unterwegs und so. Lange noch soll ich was gegen Kurden gesagt haben, Alter. Bruder, was ist das, Bruder? Alter, scheiße sowas. Wenn schon ein Gerücht, dann ein ordentliches Gerücht, was auch irgendwie jeder glauben könnte. Weil ich meine, man sieht doch, dass er mit Kurden unterwegs ist. Vernünftig, oder wie? Aber man überlegt zwei, dreimal, was man dir sagt. Du kannst echt gut reden, ey, wirklich. Ich glaube, du wirst bald dein Abi machen oder so, ne? Bei der Leistung, was du gerade hast, ne? Bruder, den habe ich jetzt echt gar nicht verstanden. Da ist sogar Naims Sohn voll verwirrt. War das jetzt ein Anmachen? Nein, wirklich nur was Gutes. Ja? Nur was Gutes, schön. Hübsch auch, ja. Jetzt bin ich gespannt, Digga. Jetzt wird's wieder dramatisch. Wenn die Musik kommt, schwarzer Filter kommt, dann wisst ihr, da ist jetzt was richtig Krasses passiert. Und dann wollte jemand auspacken. Alright, servus, alles gut? Ja, bei dir, Bruder. Muss, ne? Ihr seid ja zu mir gekommen, ja. Hab irgendwas erzählt. So, ihr habt ja das Video gesehen, ne? Mit Daniel, wo er so Statement gemacht hat mit Marian, diese ganze Story, Digga, da war ja. Der blickt da gar nicht mehr durch, Alter. Der chillt jetzt mit dem, die sind wieder zu dritt irgendwie. Bei Gott, ich check da gar nicht. Also, was ich auch bis jetzt nicht verstanden habe, ist bei dieser ganzen Mariam-Geschichte. Also, das Haus von Mariam, ne? Oder von der Mama, ist wirklich keine Wohnung oder kein Haus mehr, sondern eine Jugendherberge. Weil Volkan ist da, Yunus ist da, Daniel ist da. Daniel hat seinen Kollegen mitgebracht. Der Kollege von Daniel hat auch einen Kollegen mitgebracht. Volkan hat noch einen Kollegen, glaube ich, von sich mitgebracht. Junge, ich komm da nicht hinterher, Junge. Das ist aus einer Zwei-Zimmer-Wohnung wurde einfach eine Jugendherberge. Mariam und Daniel, ne? Ja. Wir haben Kontakt mit denen so. Die kommen zu mir nach Hause essen. Ihr habt Kontakt mit denen. Okay, wenn die zu dir nach Hause kommen zum Essen, muss es wohl auf jeden Fall so sein, dass ihr euch schon enger kennt. Aber ich glaube nicht, dass du zu fremden Personen gehst und was isst. Ja, ich hab Kontakt mit denen gehabt. Die kommen zu mir nach Hause essen. Wer jetzt? Mariam und Daniel. Achso, Mariam und Daniel waren bei ihm essen. Okay, merken wir uns. Als die noch zusammen waren, deren Hypephase. Die kommen zu mir nach Hause essen. Dann bekomme ich mit, als Mariam mit Daniel Schluss gemacht hat. Daniel kommt zu mir, sagt, Mariam hat über deine Mutter geredet. Und jetzt habe ich erfahren von einer anderen Person, dass Daniel über mich geredet hat. Hä? Wie soll man da noch hinterherkommen? Mariam hat über deine Mutter geredet und Daniel hat über dich geredet. Deswegen bin ich hier und soll euch sagen, die sind heftig fake. Willst du sagen, das ist alles fake oder was? Bruder, ich schwöre bei Gott. Ich sag dir, wie es ist. Yunus, jeder denkt, er ist ein Bastard. Ich schwöre, er ist der korrekteste von denen. Das weiß keiner. Yunus ist der korrekteste, obwohl jeder denkt, er ist ein Bastard. Ich kann nichts dazu sagen, Digga. Also ich kenne weder Daniel, noch Yunus, noch Mariam, noch Volkan. Kenne ich persönlich. Deswegen kann ich zu den allen nichts sagen. Aber so wie die sich im Internet verhalten, fühle ich die nicht. Achso, Bruder, Yunus und so sind draußen vor der Tür, die haben geklingelt. Kannst du die reinholen? Aber schneid das raus auf den, damit die nicht wissen, dass wir privat unterwegs sind. Und Dings, sind schon da? Okay. Bruder, Yunus liebt sie. Maria macht Yunus falsche Hoffnungen, aber geht heimlich mit Daniel in Hotels. Oh, Bruder, das ist eine krasse Aussage. Wären da jetzt Belege dazu, dann hätte ich gesagt, okay, krass. Dann könnte man das Ganze auch glauben, aber man weiß nicht. Er hat keine, wie nennt man das? Er hat keine Beweise, deswegen kann man das Ganze nicht, Junge, wo ist mein Deutsch? Warte mal ganz kurz, rotes Licht erstmal für Deutsch. Ja. Ach, ich wollte es gerade werfen. Dadurch, dass er keine Beweise hat, kann er das Ganze nicht belegen. Das wollte ich sagen. Bruder, guck jetzt. Gestern, ich sag Daniel, mach mal Grüßungsvideo für meinen Cousin. Grüßungsvideos höre ich zum ersten Mal. Er macht dieses Grüßungsvideo, aber was hat er neben? Er hat gesagt, ey, guck jetzt für Giuliano. Weil ich für Yunus. Bro, kannst du ein Grüßungsvideo für meine Tante machen? Weil ich gesagt habe, Bruder, ich bin ehrlich, Yunus ist korrekter als Daniel. Vor Kamera, ja, wisst ihr nicht, was hinter Kamera passiert, weißt du? Du weißt ja, Daniel war ja mein Video, ne? Genau. Du hast Daniel, das Video gesehen, ne? Ja, Daniel wollte mich damit provozieren. So, Janne, ich hab's geschafft. Guck hier, Bruder. Fokussier. Das ist für Giuliano. Guck, die sind im Hotel. Man sieht, dass es ein Hotel ist, ne? Guck jetzt hier. Er sagt zu Galat, mach die Tür auf. Guck, wer kommt. Er sagt, das ist für Giuliano. Guck. Das ist Mariam. Oha. Bruder.
Aber Digga, jetzt weiß man nicht, wie alt das Video ist. Wenn er jetzt noch ein Datum zeigt, wäre krass. Aber man sieht ganz klar und deutlich, dass es Mariam ist. Und sie hat direkt hier Hand vor. Auf keine Paparazzis, bitte. Jeder, der Mariam kennt, weiß, dass sie das ist. Warte, Mariam jetzt mit Daniel. Bruder, die waren doch wieder miteinander. Und hä, so. Aber das war jetzt gerade, oder was? Ja, jetzt vor... Gestern war das. Gestern war das? Gestern? Ja, Bruder, da musst du aber auch in die Kamera zeigen. Also, da musst du auf jeden Fall zeigen, wo das Datum steht. Weil sonst glaubt man dir das nicht. Aber wenn es wirklich gestern war, Bruder, dann krass. Daniel ist ein Ekliger, der nutzt den Moment aus. Die sind am Hotel. Ich will nichts sagen. Weißt du, ich möchte keinen Menschen in den Dreck. Hatten Sie was? Bruder, ich möchte mich dazu nicht äußern. Alright, Freunde, an der Stelle des Videos switcht das Ganze, glaube ich. Denn jetzt kommt was, womit, glaube ich, die wenigsten von euch gerechnet haben. Younes hat mir... Ich muss echt sagen, Nahim, wirklich, jetzt mal Hand aufs Herz, bin ja selber jetzt in der Sportszene drin, so seit einem Monat. Der Typ hat echt einen strammen Körper, Digga. Ja, er hat das Ganze mitbekommen mit Giuliano, wo ich an der Stelle sagen muss... Und ich muss auch sagen, das passt zu ihm, Digga. Und jetzt sag nicht, ich habe mich geoutet oder irgendwas, ne? Ich sag einfach nur, dass es optisch gut aussieht. Daniel hat 95% aller Leute bei uns getäuscht, Digga. Daniel, ich habe alles gesehen, ich habe auch die ganzen Beweise gesehen. Oh, Digga, jetzt wird's echt spannend. Deswegen muss ich an der Stelle auch sagen, bin ich krank enttäuscht von dir, dass du bei uns im Video so viel Scheiße gelabert hast. Guck mal, wir machen Folgendes. Aber warte mal, die schießen jetzt alle auf Daniel, ne? Also im Sinne von Daniel ist derjenige, der alles ausgedacht, der sich... Also es geht jetzt einfach darum, dass Daniel sich irgendwelche Sachen ausgedacht hat und die ganze Zeit gelogen hat. In dem Video selbst passt es, glaube ich, nicht rein. Wir machen ja ein separates Video. Wann hauen wir das Video raus? Bruder, das müsst ihr entscheiden. Okay, ich entscheide. Komm, ich sag mal so, ich muss mein Instagram wieder ein bisschen pushen. Alle lachen, aber Mariam ist gerade auf dieses... Hört auf zu lachen, ihr Kinder. Bei 25.000 Abonnenten auf Instagram droppen wir das Video. Ich gucke jetzt, wie viele Abonnenten Nahim hat. Okay, er hat 16.500 gerade. Also ganz kurze Frage, wie viel drückt ihr denn? Macht ihr schon mehr als die Stange? Ey, ist Bettsport eigentlich Bettsport? Augensport an, ne? Dann drücke ich mindestens 5 Chaias alle. Ja, ich dachte, du hast eine Freundin. Wenn ich keine Freundin hätte. Mir noch gerettet, Digga. Mit dreckigen Menschen muss man wie Dreck umgehen. Ich war immer korrekt zu euch. Ich war mit meinen Kollegen hier in Hannover, ne? Daniel ruft mich an, weint fast. Ich habe alle meine Kollegen im Stich gelassen. Ich sag, der Arme, er weint. Ich muss ihn fahren am nächsten Tag. Ich schreibe eine Antwort nicht. Alter, dieser Typ hat so einen strammen Style, ne? Carlo Calucci. Junge, was ist heute mit mir los? Carlo Calucci, Pullover, Gucci-Tasche, Gucci-Schuhe, glaube ich, eine schwarze Hose und eine Gucci-Cap. Dann habe ich erfahren, dass er über meine Familie geredet hat. Ein Dreck, ja, wallah. Und an alle, die denken, ich mach das wegen Fame, die wollten tausendmal mich pushen. Ich habe immer gesagt, ich möchte das nicht. Ich mach das nur um den kleinen Kindern, die das angucken und denken. Okay, er sagt jetzt, er macht das nicht für Fame. Aber wenn ich am Ende jetzt sehe, dass er sein Instagram erwähnt, Bruder, dann kann ich gar nichts mehr ansehen. Wallah, die Welt ist kaputt, wenn das so ist, ja? Kriegt das alle nicht mit. Hinter der Kamera sind die richtig räudig und hinterhältig, wie die über andere Leute reden. So nach dem Motto, die werden so richtig schön alle, aber sehen aus wie so eine Missbildung von den Kardashians, alle. Und hier machen die einfach. Im EQP, Alter. Alright, Freunde, das war's gewesen mit dem... Ach, das war's schon mit dem Video, aber warte mal. Das war anscheinend so ein ganz kurzer Auftritt von Mariam und Younes. Bin gespannt, was da auf jeden Fall in Zukunft auf uns zukommt. Was da in die Kommentare, Denison, atme tief ein und aus. Denison, atme tief ein und aus, bevor du beginnst. Ganz ehrlich, haut rein.